Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. In wenigen Tagen ist es bereits soweit. Am 11.10. erscheint der vermeintlich nächste JRPG-Kracher in diesem Jahr, nämlich Metaphor Refantatio. Vorab ist jetzt eine ausführliche Demo erschienen, die sogenannte Prolog-Demo. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und habe mich sofort hineingestürzt. Was mir dabei aufgefallen ist, was meine Meinung zu dem Ganzen ist, das alles will ich einfach mal mit diesem kleinen Meinungsvideo zusammenfassen und festhalten. In diesem Sinne würde ich sagen, nicht lang schnacken, legen wir los. Die Demo ist, wie gesagt, schon sehr ausführlich, also man kann da locker 4 bis 5 Stunden reinstecken. Und wie der Name es schon verrät, kann man dort den Prolog des Ganzen spielen. Von der Story her möchte ich jetzt gar nicht so viel vorab verraten. Da sage ich, spielt es selber, schaut selber rein, ob die Story etwas für euch ist. Ich halte mich bedeckt und konzentriere mich lieber auf andere Dinge. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist das visuelle Design und die Atmosphäre bzw. das Worldbuilding. Also grafisch gibt es nichts zu meckern. Wer Persona kennt und liebt, ist hiermit gut aufgehoben. Das ganze Spiel strotzt bisher nur so von Style, also wenn man sich mal das Menü anguckt, wenn man sich die Textboxen anguckt, das alles wirkt sehr stimmig und passend zur gesamten Atmosphäre. Die Zwischensequenzen im Anime-Style wirken hervorragend, sind sehr gut umgesetzt, sind sehr, sehr sehenswert bisher gewesen und es waren auch erstaunlich viele, gerade jetzt in dem Prolog. Aber das kann natürlich dazu beitragen, dass eben erstmal die Story an Fahrt aufnehmen muss. Dementsprechend auch das Worldbuilding finde ich sehr interessant, sehr gut umgesetzt. Klar, es gibt viel zu lesen, wenn man lesen möchte. Also es gibt ein kleines, wie so ein Notizbuch, wo alle Begrifflichkeiten und Hintergrundinformationen nochmal erklärt werden. Aber die Welt an sich hat mich erstmal schon gut in ihren Bann gezogen. Es gibt viele verschiedene Rassen, die alle eine Bedeutung in der Welt haben. Es gibt ein großes staatliches System. Also es wirkt alles sehr schlüssig und griffig bisher ineinander. Und da bin ich sehr gespannt, was dann noch kommt und wie diese Welt sich weiter entfaltet und was diese Welt noch für Geschichten zu erzählen hat. Aber man muss sich darauf einstellen, es ist viel zu lesen am Anfang. Man sollte sich darauf einlassen, wenn man die Welt kennenlernen möchte. Wenn man eins mit der Welt werden möchte, dann viel lesen, viel zuhören. Gerade im Prolog ist sehr viel, ich sage mal in Anführungsstrichen, bla bla. Also es wird sehr viel erzählt. Und man nimmt sich auch Zeit, die Geschichte zu erzählen. Was ich persönlich gut finde, weil man eben so leichter in die Welt eintauchen kann und so leicht einen Zugang zu dieser Welt bekommt. In der Demo bekommt man auch schon einige Orte gezeigt, so zum Beispiel die Hauptstadt der Welt. Es geht auf eine Burg oder auch durch einen mystischen Wald hinab in eine Mine. Also es gibt sowohl Städte, die man kennenlernt, als auch Dungeon. Und das alles, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und macht bisher einen sehr guten Eindruck. Ich bin gespannt, mehr von dieser Welt zu sehen. Auch das Kampfsystem hat mich bisher positiv überzeugt. Klar, es sind klassische rundenbasierte Kämpfe und wer schon mal einen Persona-Teil gespielt hat, dem wird das Kampfsystem relativ bekannt vorkommen. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr dynamisch und vor allem auch wieder sehr stylisch in der Menüführung. Die Menüführung ist sehr intuitiv. Für jede Taste auf dem Controller hat man einen direkten Befehl im Kampf. Viereck zum Beispiel ist der Angriff. Mit Dreieck kann ich meine Special-Fähigkeiten aufrufen. Jedoch muss man unterscheiden, es gibt rundenbasierte Kämpfe und es gibt so Kämpfe im Hack-and-Slay-Manier, würde ich das jetzt mal ausdrücken. Also wenn ich auf der Oberwelt mich bewege oder im Dungeon bewege und ich sehe Gegner und ich analysiere diese Gegner und sehe, oh, die sind deutlich schwächer als ich,
dann muss ich nicht in den rundenbasierten Kampf rein, sondern kann einfach mit Hack and Slay mäßig auf der Vierecktaste raufknüppeln und die Gegner so wegmachen, kriege trotzdem die Erfahrungspunkte und muss nicht extra in den rundenbasierten Kampf rein. Das hat sich sehr spaßig angefühlt und fördert auch sehr den Spielfluss, dass man einfache Gegner einfach so niedermetzeln kann, trotzdem die Erfahrungspunkte und Items bekommt. Und bei schwierigen Gegnern oder die so die gleiche Stufe haben, dort geht man auch erstmal in die direkte Konfrontation in der Oberwelt oder in dem Dungeon halt, prügelt auf sie ein, um sie halt zu betäuben und geht dann in den rundenbasierten Kampf rein mit einem Druck auf die Dreiecktaste. Wenn man das geschafft hat, bekommt man im Kampf selber einen kleinen Vorteil, weil der Gegner eben betäubt ist. Aber Achtung, sollte der Gegner zuvor nicht betäubt sein und uns angreifen und dann den Kampf so auslösen, dann gerät man aber ganz schön schnell ins Hintertreffen und dann kann das ganz schön schnell gefährlich werden. Also ich habe da das ein oder andere Mal ordentlich auf den Sack bekommen, da ich auch empfand, dass die Kämpfe doch recht anspruchsvoll sein können. Ich habe es auf dem Schwierigkeitsgrad normal gespielt. Es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also man kann auch einen ganz einfachen einstellen, wenn man nur die Story genießen will. Man kann aber auch einen etwas schwierigen einstellen, wenn man die Herausforderung mag. Einen weiteren Tiefgang bekommen die Kämpfe durch die sogenannten Archetypen. Archetypen kann man sich so vorstellen wie Jobklassen aus dem Final Fantasy Universum. Mit dem Voranschreiten der Story werden immer weitere Archetypen freigeschaltet und diesen kann ich dann auf einem Archetypenbrett, kann ich das für die einzelnen Charaktere freischalten, ja, diese jeweilige Klasse. Und jede Klasse bringt so ihre Eigenheiten mit sich. Einer, der ist mehr so für den Support zuständig, einer ist ein Angreifer, der haut voll rauf, der andere ist ein Magier, benutzt Magie etc. Also ganz klassisch, wie man so die Klassen aus dem Final Fantasy Universum oder aus anderen JRPGs kennt. Inwieweit da eine taktische Tiefe reinkommt, muss man sehen. Habe ich in der Demo jetzt nur ansatzweise gespürt, aber ich kann mir vorstellen, dass dort noch einiges geht und dass das für die kommenden Kämpfe und für das Voranschreiten der Story relevant wird, dass man sich ein gutes, breites Team aufstellt. Die einzelnen Klassen kann man aufleveln durch Erfahrungspunkte, die man im Kampf sammelt. Das Freischalten auf diesem Archetypenbrett, da bekommt man auch die nötigen Punkte in den Kämpfen. Kann man die nötigen Punkte im Kampf selbst sammeln. Ansonsten werden die Klassen auch weiterentwickelt, indem man seine Social Links pflegt. Auch da wieder eine sehr starke Parallele zur Persona-Reihe. Wir müssen mit unseren Kompagnons Beziehungen eingehen oder die Beziehungen pflegen und diese Beziehungen stärken, weil dann bekommen wir die Möglichkeit, die Archetypen auch noch weiter hoch zu leveln. Also das heißt, erstmal ist das Level geblockt bis Stufe 20 und wenn ich dann Stufe 3 zum Beispiel mit dem ein Kompagnon erreiche, dann wird auch das nächste Stufen-Upgrade verfügbar. Heißt, ich kann den Archetyp dann bis Stufe 40 zum Beispiel hochleveln. Auch was die Charaktere angeht, bin ich positiv gestimmt bisher. Unser Hauptprotagonist ist noch etwas wortkarg und still, aber er hat immerhin schon mal seine eigene Stimme, was bei den Persona-Teilen auch nicht immer der Fall war. Deshalb ist es mal eine willkommene Abwechslung, den Hauptprotagonisten reden zu hören. Die anderen Kompagnons, die ich bisher so kennengelernt habe, haben auch einen interessanten Eindruck gemacht und vor allem sind sie auch bisher alle sehr gut synchronisiert, sodass ich ihnen gerne zuhöre und auch die Dynamik in den Gesprächen, was sich da so aufbaut, finde ich alles bisher sehr interessant. Also ich bin gehuckt, was das angeht und ich bin gespannt, was noch an Cast, an Charakteren so dazukommt. Ansonsten hat man auch schon so viele Nebencharaktere, denke ich mal, gesehen. Also es gibt viele Charaktere, kann ich mir vorstellen. Und da muss man einfach abwarten, was noch kommt und was das Game so sonst noch bereithält. Aber die Grundlage ist gut und ich finde, es bewegt sich in eine interessante Richtung, was die Charaktere angeht.
Abschließend noch ein paar Worte zum Soundtrack, welcher, wie ich finde, ein absolutes Highlight ist. Also ich fand die Musik perfekt abgestimmt. Das war episch in Szene gesetzt. Hat der Atmosphäre nochmal einen richtigen Boost gegeben. Das Battle-Theme ist irgendwie crazy geil. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das muss man sich anhören. Am Anfang gibt es eine Szene, wenn die Musik einsetzt. Absolut genial, wenn das Niveau beibehalten wird über das ganze Spiel hinweg. Hui! Dann kommt ein richtig geiler Soundtrack auf uns zu. Aber was will man noch anderes erwarten? Es ist vom gleichen Komponisten, der auch schon in der Persona-Reihe die Musik gemacht hat. Also eigentlich kann das nur ein Banger werden. Und von den Stücken, die ich bisher gehört habe, das waren fast alle durchweg auch Banger. Vor allem die Battle-Musik, absolutes Highlight. So, man hat es jetzt schon rausgehört. Ich bin wirklich positiv angetan von dem Spiel. Ich freue mich, wenn jetzt die Vollversion demnächst erscheint. Ich habe ehrlich gesagt keinen negativen Kritikpunkt bisher gefunden. Mir hat die Demo unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen zu spielen und bin ganz hibbelig, jetzt endlich zu wissen, wie es weitergeht. Ich würde behaupten, wer die Persona-Reihe mag, sollte Metaphor Refantatio unbedingt mal eine Chance geben und mal in die Demo reinschauen, denn es gibt schon sehr, sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Spielen und es wurde einiges aus Persona übernommen. Ich persönlich bin ohne Erwartungen in diese Demo reingegangen, habe das Spiel auf dem Schirm gehabt. War jetzt aber nicht mega gehypt, muss aber sagen, jetzt ganz ehrlich, dass die Demo meine Erwartungen übertroffen hat. Ja, weil einfach die Mischung aus Fantasy-Setting, tiefgründigen Charakteren und strategischen Kampfsystem ist einfach eine perfekte Mischung für JRPG-Fans. Und ich bin jetzt ein bisschen gehypt und kann es kaum erwarten, die Vollversion in die Hände zu bekommen. Ich möchte jetzt endlich spielen und sehen, wie es weitergeht. Was ist eure Meinung zu Metaphor Refantatio? Habt ihr die Demo gespielt? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Habt ihr vielleicht Kritikpunkte, die ich übersehen habe? Dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch immer. In diesem Sinne sage ich tschö mit Ö, reingehauen und bis zum nächsten Mal.